Der Lutscher tritt ab. Am 7. September schnürt Werders langjähriger Mittelfeldspieler Thorsten Frings noch einmal die Fußballschuhe. Es wird sein offizielles Abschiedsspiel. Zu diesem Anlass hat sich der 79-fache Nationalspieler auch viele Freunde und Ex-Kollegen ins Boot geholt. All meine guten Freunde und Mitspieler, die ich von früher hatte, wie Michael Ballack, Bernd Schneider, Gerald Asamoah, Dieter Eils, Marco Bode, Frank Baumann, da gibt es so viele, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, das kriege ich auch alle nicht auswendig hin. Frings hat in der Bundesliga unter anderem beim SV Werder, Borussia Dortmund und auch Bayern München gespielt. Zuletzt ließ Frings seine Laufbahn in der Major League Soccer ausklingen und schloss sich dem Toronto FC an. Ja, Toronto war halt eine ruhige Zeit, anonyme Zeit und kann man nicht vergleichen mit, Fußball ist halt in Kanada nicht interessant und von daher hat man eben mehr seine Ruhe da. Fußballerisch ist der Sprung oder der Leistungsunterschied auch noch riesengroß, ja. Nach dem Kick Anfang September ist wirklich Schluss mit der Karriere. Frings wechselt dann auf die Trainerbank, wo er zusammen mit Viktor Skripnik die U23 der Werderaner betreuen wird.